Heute ein Vergleichsvideo zwischen der Nanite Cave C3 und der Nanite Tech 2. Wo liegen die Unterschiede dieser beiden Lampen? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute möchte ich euch im Video die beiden Lampensysteme von Nanite vorstellen. Einmal die Nanite C3 Cave Lampe und einmal die Nanite Tech 2 Lampe. Wo liegen die Unterschiede? Was ist vielleicht am Zubehör etwas anders? Dass wir uns einfach mal diese beiden Lampensysteme hier ansehen. Ihr seht hier, der Akkutank ist bei beiden Systemen gleich. Der ist gleich groß, ist das gleiche System. Ich sehe jetzt gerade, hier ist ein anderes Kabel verbaut. Das liegt aber noch dran, dass das hier noch die ältere Version ist. Und das sieht man daran, dass die älteren Versionen hier oben einen Deckel hatten. Das ist hier ein Vorführmodell, das haben wir nicht ausgetauscht. Hier haben wir einen Deckel für die Ladevorrichtung. Und das braucht es bei den neuen Systemen, bei den neuen Lampen hier nicht mehr. Hier kommt das Ganze ohne Deckel aus, das ist so wasserdicht. Ihr müsst hier einfach nur den Ladestecker aufsetzen und dann wird die Lampe geladen. Ihr braucht hier also keinen Sicherungsdeckel mehr, wie das bei den alten in Anführungsstrichen war. Das ist aber komplett der einzige Unterschied technisch dieser beiden Akkutanks. Aber liegt auch nur dran, dass es hier eine Vorgängerversion ist. In der aktuellen Version bekommt ihr bei beiden Lampen exakt den gleichen Akkutank. Und für jemanden, der vielleicht hier noch die alte Version hat, man kann das auch umrüsten auf das neue ohne Deckel. Ob es euch das wert ist, müsst ihr sehen. Aber das lässt sich bei Nanite problemlos wechseln. Und da sieht man mal wieder, das ist das Schöne eigentlich an den Nanite-Systemen. Sie sind immer irgendwie kompatibel. Man kann upgraden, man kann einfach den Fortschritt irgendwo mitgehen. Wie gesagt, das hier jetzt die zwei Akkutanks, aber wir haben hier schon den ersten Unterschied. Bei der Cave-Lampe wird hier eine klassische Befestigung für den Bauchgurt oder für den Hüftgurt des Harnesses mitgeliefert. Also hier eine Schlaufe Gurtband, das hier mit zwei Schlauchschälen befestigt wird. Das ist die klassische Variante, wie es im Tech-Tauchen üblich ist. Auf diese Art befestigen wir normalerweise unsere Tanks, also mit Schlauchschälen und hier einer Gurtschlaufe, sodass man hier einfach das Ganze durchfädeln kann und hier ja, etwas Weiches hat, das nicht brechen kann, das hier den besten, wenn man Bewegung hier auf diesem Tank hat, das am besten ausgleichen kann und somit letztendlich stabiler oder unempfindlicher ist gegenüber Brechen oder sonstigen Beschädigungen. Das ist bei der Tech 2 so nicht. Bei der Tech 2 hat man hier einen Kunststoffhalter verbaut, wo das Ganze hier auch aus Kunststoff ist. Und hier vorne eben einen Kunststoffhalter, wo du dann hier wieder das Gurtband genauso vom Bauchgurt, Hüftgurt durchfädeln kannst und damit die Lampe genauso auf der rechten Seite positionierst, auf der rechten Seite der Ausrüstung, so wie es auch beim Cave-System ist, also der gleiche Akku, aber die Halterung ist etwas unterschiedlich bei diesen beiden Lampen. Beide Systeme werden am Lampenkopf geschalten, sodass dieser Akku hier keinen Schalter hat. Jetzt aber zu den Lampenköpfen. Ihr seht schon, die Lampenköpfe unterscheiden sich in der Bauform deutlich. Die C3 Cave hat hier einen sehr breiten Lampenkopf, einen sehr dicken Lampenkopf, während die Tech hier eher klein gehalten ist. Und das liegt in der Hauptsache daran, dass diese Lampe so gebaut ist, dass sie einen eher Punkt macht, also zum Kommunizieren besser geeignet ist als die Tech 2 Lampe. Das Ganze wird hier durch diesen größeren Reflektor erreicht und so kann man hier den Lichtstrahl etwas mehr bündeln und man kriegt einen besseren Punkt. Es ist schon außenrum noch einiges auch an Streulicht, aber man erzielt hier einen besseren Punkt, wie das mit der Tech 2 passiert. Die Tech 2 hat zudem hier drei LEDs verbaut, während die Cave nur einen hat. Und auch das spiegelt sich in der Charakteristik der Lampe wider, dass hier mit dem einen LED halt ein besserer Punkt gemacht wird und hier eher ein Streulicht. Ich versuche euch das nachher nochmal zu zeigen. Vielleicht kann man auch hier schon einen Unterschied erkennen. Und dann haben wir hier
wenn es hier weitergeht jetzt mit dem Lampenkopf, also wie gesagt, das ist der Hauptunterschied, das ist der deutliche Unterschied, den ihr taucherisch merken werdet, einfach die andere Charakteristik des Lichtes, des Punktes, des Streulichts, was diese beiden Lampen machen. Und da ist jetzt für die klassische Dirrtaucherei, wo die Lampe mehr zur Kommunikation gedacht ist, die Cave wahrscheinlich die bessere Variante. Dann gehen wir hier weiter. Die Größe haben wir schon besprochen, das ist klar, das ist ein deutlicher Unterschied, aber es kommt hier eher darauf an, für was die Lampe gedacht ist. Und dann sind wir auch schon beim Goodman Handle. Die Tech 2 Lampe hat nur einen Soft Goodman Handle dabei, der wird dann hier auf die Hand aufgefädelt, sitzt dann hier oben, ihr könnt es auch hier noch nach hinten tun, kann man dann hier festziehen, damit das Ganze auch stramm sitzt und dann habt ihr hier einen Soft Goodman Handle, sodass die Lampe hier oben schön drauf sitzt und ihr damit auch gut leuchten könnt und trotzdem die Goodman Handle Funktion habt, dass ihr die Hand letztendlich frei habt, weil das Ganze hier oben drauf sitzt. Optional kann man auch hier andere Goodman Handles bestellen, einen, den man nach vorne reinklappen kann oder auch hier den Carbon Goodman Handle kann man hier machen. Dieser Soft Goodman Handle ist auch bei der C3 automatisch mit dabei. Hier wird aber dann noch zusätzlich dieser Carbon Goodman Handle in der klassischen Bauform mitgeliefert. Also ihr seht schon, diese Lampe ist einfach doch mehr in die Richtung gebaut für die Tech-Schiene, obwohl eigentlich die Tech heißt und die Cave, aber eben für diese Höhlentauch-Tech-Schiene ist diese Lampe hier schon mehr gedacht. Das seht ihr hier an dem Goodman-Handle. Da könnt ihr hier eure Hand reinstecken mit eurem Handschuh, das Ganze dann hier oben unten fixieren, indem ihr hier aufmacht. Also das lässt sich auch im Wasser wieder verstellen. Man kann dann hier zudrehen. Der ganze Goodman-Handle lässt sich natürlich auch andersrum montieren, was wahrscheinlich hier die logischere Variante wäre, diese Stellschraube hier reinzusetzen. Dann könnt ihr das schön zusammendrücken und mit der rechten Hand festdrehen. Tut ihr euch leichter, wie wir das jetzt hier zusammengebaut haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so vom Hersteller geliefert worden ist oder ob wir das waren. Also das hier ist jetzt nicht die optimale Zusammenbau dieses ganzen Goodman-Handles, aber so funktioniert er. Die Funktionalität ändert sich dadurch ja nicht. Und das ist eben auch nochmal ein Vorteil der C3-Lampe, dass wir hier diesen Goodman-Handle dabei haben. Ansonsten haben wir auch hier wieder die hinten die gleichen Schalter verbaut. Das Ganze lässt sich in 4 Stufen schalten. Auch hier sei mal wieder erwähnt, das wird immer gern übersehen, dass die Lampe mit 75% startet und dann mit einmal schalten auf 100 hochgeschalten werden kann. Das wird gern übersehen, dass man nicht gleich die volle Leistung hat, wenn man hier die Lampe einschaltet. Ja, ich glaube, das war es jetzt schon vom Vergleich hier. Also wie gesagt, das ist eigentlich eindeutig, die Größe, warum das so ist, habe ich euch erklärt. Der Goodman Handle ist hier noch als Unterschied zu erwähnen und ansonsten sind die Lampen eigentlich ziemlich gleich. Der Preis hier, der Cave, ist etwas teurer, weil halt auch etwas mehr Zubehör dabei ist, wie dieser Goodman Handle und die Lampe etwas aufwendiger gearbeitet ist, wie hier die Tech-Lampe. Aber ansonsten, wenn diese Lampe, die Tech-Lampe von der Lichtausbeute für euch das Richtige ist, wenn ihr sagt, das ist das Licht, was ich suche, dann ist die eine super Lampe, gegen die es nichts zu sagen gibt, die im Prinzip die gleichen technischen, taucherischen Leistungen bringt, wie das auch die andere tut. Wir vergleichen die beiden Lampen jetzt mal eingeschaltet. Ich habe es vorher schon mal etwas probiert. Es ist nicht wirklich gut auf dem Video zu sehen, aber nachdem es oft auf dem Video ganz anders rauskommt, wie das, was ich hier jetzt dann live sehe, versuchen wir es mal, beide einzuschalten und ich zeige euch das Ganze an der Wand, aber der Abstand hier ist so kurz, dass dieser Unterschied, den ich versucht habe zum Erklären, was den Spot angeht, hier wahrscheinlich nicht richtig zu sehen ist. Starten wir mal hier mit der Cave-Lampe. Die würde dann so aussehen und als Alternative hier die Tech-Lampe, gleicher Abstand. Sieht so aus, jetzt beides auf 75% auf der kleinsten oder auf der Starteinstellung. Hier nochmal die Cave-Lampe und dann zum Vergleich nochmal hier die andere. Man sieht es vielleicht ein bisschen, dass es so ist, wie ich es vorher beschrieben habe, dass die eher breiter strahlt und hier keinen so einen starken Punkt macht.
wie das bei der hier der Fall ist. Hier sieht man es in der Mitte, wenn ich jetzt das hier anleuchte, schon ein bisschen mehr, dass wir hier einen Punkt haben und außenrum dann das Streulicht und hier der Punkt nicht so deutlich zu sehen ist, wenn ich wieder hier das Ganze anstrahle. Also ihr seht, das geht hier selbst auf die kurze Distanz schon mehr in die Breite, wie das hier diese Lampe tut. Also ihr seht, das hier ist doch ein bisschen ein breiteres Licht. Man kann es wahrscheinlich nicht so hundertprozentig sehen, aber vielleicht habt ihr ja doch so ein bisschen wenigstens eine Vorstellung bekommen, wie sich diese beiden Lampen unterscheiden. Wie gesagt, zum Kommunizieren ist die besser. Die hier macht etwas mehr Streulicht, weil ich es gerade noch sehe. Das glaube ich, weiß nicht, ob man es noch gesehen hat. Das war hier vorne jetzt grün, die LED. Das zeigt dann nochmal beim Ausschalten den Ladezustand der Lampe an. Das kann die C3 nicht. Also da hat die Tech noch einen kleinen Vorteil, dass man hier noch eine Ladekontrolle hat. Das war's zum Vergleich der beiden Nanite-Lampen. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen erklären. Ich konnte es euch ein bisschen auch zeigen. Wie gesagt, das gefällt mir jetzt nicht so gut, was man hier gesehen hat. Aber ich glaube, man konnte es schon ein bisschen erkennen, auch mit der Erklärung zusammen, wo die Unterschiede dieser beiden Lampen liegen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da, darüber freuen wir uns immer sehr, damit wir den Kanal nach vorne bringen, damit noch mehr von euch einfach partizipieren können und eine Info bekommen, wenn wir wieder ein neues Video hochladen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.